Ahoi, Street Boys and Girls, und herzlich willkommen zurück zu On the Road, die Trucker-Logistik-Gelumpen-Simulation. Was? Gelumpen? Nein. Early Access-Konkurrenz zu ETS, zum Euro Truck Simulator. Ich weiß, da streiten sich die Geister gewaltig. Zu Recht. Im Moment, ihr könnt es in den anderen Let's Plays ja sehen, ist es eigentlich noch eine große Baustelle. Es gab jetzt gestern, glaube ich, ein Update. Und zu diesem Update habe ich mir gedacht, mache ich auch mal ein Update. Springen wir nochmal in den ETS, in den On the Road, in den OTR rein und gucken, wie sich das Ganze gestaltet. Tetratrans. Irgendwie komisch, oder? Egal. Oh Gott. Hoffentlich komme ich noch mit der Lenkung klar. Ein neues LKW-Modell soll es gegeben haben. Beziehungsweise, also... Hallo? Ich glaube, wir müssen da raus. Aha. Beziehungsweise der Truck, den wir hatten, wurde auf das 2017er Modell geupgradet, wenn ich das richtig gelesen habe. Gut, ja, ich weiß jetzt natürlich auch gar nicht. Warte mal. So machen wir die Karre an, ne? Ja. Mhm. Sounds haben sich ebenfalls verändert. Es sind jetzt nicht mehr diese Standard-Sounds, sondern Originale sollen es jetzt sein. Ja, und dann gucken wir doch mal direkt hier. Bayre Logistik. Was wir denn da so angeboten haben. Truck Service Hamburg, Landhandel Hannover. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich habe zwar, wie gesagt, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Und wahrscheinlich müssen wir eine wahnsinnige Weltreise erstmal absolvieren, um überhaupt nach Hamburg zu kommen. Aber hey, was soll's. Gut, ja, dann Handbremse lösen, Retarder einschalten. So, ich fahr mal erst hier raus. Uah. Gucken wir uns die ganze Zugmaschine. Also schön ist sie ja schon, ne? Also, finde ich ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh, mein Mikrofon ist im Weg. Nö. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ja, ich glaube an der Fahrphysik hat sich auch was geändert. Moment. Hat das Navigationssystem nicht gerade... Verdammt. Ich glaube, ich habe wieder falsch geguckt. Ah, es geht ja schon mal... Aha. Ah, das da... Oh. Okay. Dieses Navigationssystem... Na. Findet aber auf jeden Fall offensichtlich schon mal schnell Alternativrouten. Wer die letzte Folge Fernbus-Simulator gesehen hat, der weiß, was ich meine. Aber ich glaube, bei On the Road hier ist das auch besser geregelt, denn die Städte sind weitläufiger, das Straßennetz ist weitläufiger ausgebaut. Sprich, wir haben mehrere Möglichkeiten, in die Stadt reinzukommen und aus der Stadt wieder herauszufahren, als im Fernbus-Simulator. Das hat mir von Anfang an hier schon ganz gut gefallen. So, wollte ich nochmal eben gucken. Wo habe ich denn eigentlich den Blinker? Okay.
waren sie doch da. Gut. So, schauen wir mal, ob sich da was geändert hat. Also, kleine leichte Grafikveränderungen nehme ich, glaube ich, auch wahr. Farbkorrekturen und so weiter. Wobei die Unity Engine so schlecht gar nicht ist. Also ich mochte eigentlich immer oder sonst immer die Optik von der Unreal Engine lieber. Aber ich weiß nicht, das ist natürlich auch immer stark von den Texturen und von den Texturtechniken abhängig, die halt im Spiel verwendet werden. Oh ja, andere Cola ist jetzt auch drin. Sehr schön. Und natürlich spielt die Beleuchtung immer eine ganz, ganz große Rolle. Eine gute Beleuchtung, eine gute Ausleuchtung des Spiels ist auch schon mehr oder weniger die halbe Miete. Ja, natürlich. Natürlich haben wir das jetzt nicht mehr geschafft. Wie hätte es auch anders sein können? Ich kipp hier gerade irgendwie um. Da es heute wieder wunderschön warm ist, kaltes, klares Wasser. Ja, gut, so Sachen wie Economy, also na, Management und solche Geschichten, die gibt es halt noch gar nicht. Na, außer, dass wir jetzt hier, wenn wir unsere Ware abholen und abliefern, ein bisschen Geld dafür bekommen. Ach was, sind wir in Hamburg? Das ist doch hier dieser Hamburger Megakreisel, oder? Wenn ich das richtig sehe. Noch mal ein bisschen Gas geben. Oh oh. Der Tetragamer, der fährt sich hier wieder eins zurecht. Ja, wie gesagt, die Lenkung hat sich auch, glaube ich, ein kleines bisschen verändert. Schauen wir mal. The next Ampel. Bin mir nicht sicher, ob das an dem neuen Aufnahmeprogramm liegt, aber ich habe irgendwie Frame Drops. Ich glaube, da muss ich noch mal schauen, ob ich da irgendwas ändern kann. Zum Teil gehen die Frames doch ganz schön in den Keller. Ah, gucken wir. Gucken wir mal, wie wir das alles hier regelt kriegen. Im Moment geht es noch. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier Standbild. Ein paar Ruckler im Rückspiegel. Gut, die Rückspiegel sind meistens nicht so performant. Was ja auch sinnvoll ist. Ja. Bräuchte neue Hardware. NASA-Rechner, das wäre genau das Richtige. Hier, Kollege, ich wechsle jetzt auf die linke Spur. Ja, oh, danke. Oh, bin natürlich wieder viel zu schnell. Ich habe mir überlegt, wenn ich mal wieder 3.500 Euro irgendwo finde, na, dann werde ich mir einen neuen Rechner holen. Einen schönen i9. Ich habe aber irgendwie noch nie 3.500 Euro gefunden. So, jetzt muss ich mal eben. Ihr mögt mich entschuldigen. Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen.
Oh. Na super. Ausgerechnet. Okay. Das war jetzt ein Knaller, weil jetzt kann ich wieder fahren. Jetzt komme ich wieder an die Tastatur. Ja. I don't know what's going on here. Wie nennt man das doch so schön? Murphys Gesetz. Naja. Oh. Auweia. Oh. Hoffentlich gibt das jetzt nicht so einen riesigen Stau. Das hatten wir ja schon mal hier, dass so ein Stau uns. Wieso blinken wir eigentlich? Die gesamte Weiterfahrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kollege, was ist denn jetzt? Er steht da einfach rum. Mit einem Warnblinker an. Ist doch nichts passiert. Aber ja. Unser kleiner Truck hat ordentlich zu kämpfen. Oh, da liegt ein schönes Kreuzfahrtschiff. Wusstet ihr, dass ein Kreuzfahrtschiff genauso viel Emissionen hat wie 120.000 PKWs? Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist abartig. Oh, vielleicht nicht zu schnell. Kurven und Betonmauern in Kurven. Die mag der Tetra-Gamer gar nicht. Gemächlich schlängeln wir uns durch den Hamburger Hafen Richtung Freihafen, wie mir das so aussieht. Bremsen ihn hier nochmal ein wenig ein. Jawohl, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Ich bin mal gespannt, ob sich beim Abholen bzw. Abladen irgendwas schon geändert hat. Davon habe ich aber nichts in den Patch Notes gelesen, also gehe ich mal davon aus, dass da noch alles beim Alten sein wird. So vermutlich. Schauen wir mal. Ja. Ja, meine Ellenbogensteuerung, naja, ihr seht ja, sie funktioniert mehr schlecht als recht. Also wenn von euch jemand technisch versiert ist oder jemanden kennt, der löten kann, der Joysticks umbauen kann, ich verlinke nochmal das Handytech-Video. Wenn mir jemand so einen Joystick bauen könnte, das wäre traumhaft. Soll er natürlich nicht umsonst machen. Wir können da ja zusammen dann mal ein paar Möglichkeiten erörtern, nicht wahr? Um es dem Tetra-Gamer etwas einfacher zu machen, diese Vehikel zu bewegen und vielleicht auch mal ein Rennspiel als ordentliches Let's Play mit aufzunehmen. Sehr schön. Ja, Fuftsch. Ist mal wieder Fuftsch angesagt.
mal. Ach so. Okay, wir sind schon beladen. Hat sich das also tatsächlich nicht geändert? Dann wollen wir mal Richtung Hannover aufbrechen. Und schauen mal, was uns unterwegs noch alles erwarten wird. Ja. Ja, jetzt habe ich in der Logistik gar nicht drauf geachtet, wie viele Tonnen wir geladen haben. Oder steht das da eigentlich? Hier sehen. Mal schauen. Ne, es steht gar nicht dabei. Genau, so war das. Ja. Schade, das wäre sehr spannend, das mal zu erfahren. So. Nun stehen wir hier also erneut an der Ampel und hoffen, dass sich dort kein allzu großer Stau bilden wird. Nicht wahr? Von der Verkehrsdichte her bin mir nicht sicher. Hatten die da auch was zugeschrieben? Also der Fernbus-Simulator hatte übrigens auch vorhin, oder ich habe es vorhin gesehen, ein erneutes Beta-Update. Und da ging es, glaube ich, vornehmlich um Verkehrsdichte und solche Geschichten, ja. Einige Fehler, die behoben wurden. Aha. Die KI hat halt noch ein paar Probleme. Ist ein wenig aggressiv, wie wir sehen. Nun denn. Was machen? Können wir eventuell... Jetzt stehen natürlich da Autos. Weil sonst hätte ich gedacht, schlängeln wir uns hier links dran vorbei. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt erstmal warten, bis zumindest die durchgefahren sind. Oh, tut sich da was? Ja, ja, komm, fahr, 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 fahr. Du schaffst das. Da ist doch kein Hindernis, Kollege. Na komm, trau dich. Tschakka. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Ja. Ja, ist klar. Jetzt, wo ich es gerade zurückgesetzt habe, ne? Oh, weia! Gut. Ich glaube, mit der Lenkradgeschwindigkeit muss ich noch mal ein bisschen... Ich habe nämlich keine Ahnung. Ah, der Hänger ist wahrscheinlich hängen geblieben. Ja, daran wird es gelegen haben. So, wir fahren jetzt hier einfach durch, komm. Ja, das mit der KI, das sind halt alles noch Early Access Kinderkrankheiten, nicht wahr? Ich hoffe, dass sich das dann bald auch erledigen wird. Ist tatsächlich irgendwie anders. Da muss ich nochmal gucken, dass ich sie ein bisschen einstelle. Ich könnte mir vorstellen, bei höheren Geschwindigkeiten. Naja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen, nicht wahr?
So. Ich sehe gerade, was steht da im Display? Keine Ahnung. Wir sind natürlich mal wieder zu schnell unterwegs. Wie könnte es auch anders sein? Leider gibt es auch noch keine Angaben, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Das wäre natürlich auch sehr hilfreich. Aber wo denn? Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Oh, 115. Oh oh. Mussten wir jetzt aber ordentlich in die Bremsen gehen. Alles gut, alles wunderbar. Wir haben es gerade noch hinbekommen. Welch Wunder. Aber die Wälder sind, glaube ich, auch dichter geworden. Ganz sicher. So. Habe ich schon erzählt, dass es war, dass mir warm ist? Ah, er schiebt wieder ein bisschen. Autobahnauf- und Abfahrten sind auf jeden Fall viel, viel realistischer als im Fernbus-Simulator. Aber das ist ja auch nichts Neues, das hatten wir auch schon direkt in den ersten Folgen festgestellt. Oh oh. Was auch sehr realistisch ist, ist, dass der Tetra-Gamer den Rückwärtsgang nicht reinkriegt. Warum? Jetzt. Jawohl. Auf Feier. Gut, das hat jetzt auch nur 3,5 Stunden gedauert. Deswegen würde ich sagen, zur Entschädigung fahren wir weiter, beziehungsweise ich habe das eh geschnitten. Dann schauen wir mal, wann wir denn wohl oder ob wir jemals in Hannover ankommen. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob die Folge dann nicht auch wohl viel zu lang wird. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie lange es gedauert hat, als wir zum ersten Mal nach Hannover gefahren sind? Da hatten wir das Problem, dass
dass es dunkel wurde und wir nichts mehr vom Navigationssystem erkennen konnten. Das war ja Chaos. Andererseits würde ich sagen, ist eigentlich auch alles beantwortet von den Dingen, die das neue Update gebracht hat. Vielmehr ist es im Moment leider noch nicht. Es fehlt nach wie vor noch sehr viel, was implementiert werden soll. Das kann ich euch ja noch mal eben zeigen. Das können wir jetzt von hier gar nicht sehen. Ah, wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir gehen jetzt einfach mal mitten in der Tour zurück zum Hauptmenü. Genau. Und da zeige ich euch die Roadmap. Ja, Bugfixing, also Fehlerbehebung, klar. Feedback. Ja, also aus der Community wollen die halt Vorschläge für irgendwelche Funktionen haben, die dann implementiert werden, ist noch nicht erledigt. Mehr Optionen, Gameplay, Grafik, Sound und Steuerungsgeräte ist auch noch nicht erledigt. BDF-Trailers, ich vermute mal, dass das Aufleger sind. Semi-Trailer und Tractor-Units, also verschiedene neue Anhänger und Trucks wahrscheinlich überhaupt. Tractor-Units? Ich weiß jetzt nicht in diesem Zusammenhang. Ja, egal. More goods and trailer truck types, like fuel, container, genau. Da sollen halt verschiedene Anhängertypen, ne? Container, Auflieger, Tank, Lastzüge, etc. More AI vehicles, ah, richtig. Also noch mehr AI vehicles, inklusive LKWs und Bussen. More AI features, also ja, die künstliche Intelligenz. Soll mehr Features, mehr, ja. Sorry, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Wahrscheinlich eine Verbesserung und eventuell auch für den Handel, dass da AI-Features mit weiteren Logistikunternehmen, mit denen man konkurriert, vielleicht sowas, könnte ich mir darunter vorstellen. Dann das Economy System Enhancement. Genau, dass man Fahrzeuge kaufen kann, Personal einstellen und seine Firma entwickeln kann. More Truck Features, klar, also für den LKW noch mehrere Funktionen. Truck Styling, ja, also dass man Zusatzteile kaufen kann, Farben und so weiter ändern. Ein sichtbarer LKW-Fahrer, eventuell sogar anpassbar. Dann mehr Details, ja, wie zum Beispiel Grunge und More Life, also ja, Abnutzung auf den Straßen und Lebendigkeit in der Spielwelt. Parkende Fahrzeuge am Straßenrand, Saison, also Seasons wahrscheinlich, ne? Ja, Jahreszeiten mit sich ändernden Straßenverhältnissen. Dann kommen noch dazu Leipzig, Ruhr Valley, also das wird das Ruhrgebiet sein. Kassel, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Erfurt, Dresden, Nürnberg und München. Und dann Economy System Stage 2, also das Ökosystem Stufe 2, Details dazu folgen. Ja, das ist also die Roadmap, da haben sie noch einiges vor und wir bleiben auf jeden Fall dabei und werden uns das immer mal wieder anschauen, würde ich sagen, ne? Gut, ja, ein bisschen chaotisch die Folge heute, weil ich irgendwie hier mit meiner Position zu kämpfen hatte. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute!